Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wenn du auch so ein bisschen schusselig bist wie ich und schon mal ganz gerne was vergisst oder verlierst, könnte dieser kleine Helfer was für dich sein. Das ist der Moose Gear Finder Version 2. Was der kann, wie er funktioniert, was du dafür alles brauchst, wie es eingerichtet wird, welche Farben es gibt. All das gleich nach dem Intro. Und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, gibt es noch einen kleinen Bonus. Also, dranbleiben wird spannend. Bevor wir jetzt gleich auf den Tisch gehen, möchte ich noch ein kleines Wort zur Transparenz loswerden. Das ist mir wichtig. Die Firma Moose Gear hat uns angeschrieben und gefragt, ob wir nicht gerne einen Test machen möchten. Und ja, klar, machen wir. Ich teste ja gerne. Und dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer wird nicht entgangen sein, dass da oben jetzt Werbung steht. Ja, die sind uns kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Ich habe aber keinerlei, Ansagen bekommen, was ich sagen muss, dass es positiv sein muss, wie es getestet wird, pipapup, null, nothing. Ich habe mit einer Dame da einen telefonischen Kontakt gehabt, habe mit ihr mehrfach telefoniert und auch E-Mails geschrieben. Und ich habe ihr auch gesagt, und ihr kennt uns, wir kommen aus dem Ruhrpott, dann nimmt man das Kind noch beim Namen, soll heißen, wenn es Kacke ist, sage ich auch, dass es Kacke ist. So, ja, das soll, glaube ich, erstmal reichen zur Transparenz. Also ich gebe hier meine ganz klare, ehrliche Meinung wieder und nichts geschönt und was auch immer. So, wir gehen jetzt unten auf den Tisch und dann zeige ich euch den Inhalt, welche Farben es gibt und wie das funktioniert. Das sind jetzt die verfügbaren Farben von dem Finder. Einmal so ein dunkles Blau, fast schwarz. Dann einmal ein helleres Blau, einen weißen und eben diesen orangenen. In der Verpackung sind immer ein 3M Klebepad. Sehr gut. Für den Fall, dass du diese Halteschlaufe nicht verwenden kannst oder möchtest, kannst du es irgendwo dran kleben an dem Finder. Der ist übrigens 35x35x3 oder 4 mm ungefähr von den Abmaßen her. Und dann hast du noch Bedienungsanleitung in Deutsch und eine in Englisch dabei. So, dieses Tool nutzt du dann für den Fall, dass dann die Batterie mal irgendwann leer ist. Hier ist so ein Spalt. Da kannst du dann reingehen. Einmal aufhebeln. Und dann ist da eine Batterie drin. Eine CR2032. Die kannst du dann bei Bedarf wechseln. Das alles wieder zusammen drücken und ja, ich habe es immer so benutzt, dass ich dann diese Halteschlaufe hier reingeklöppelt habe, hier einmal so durch, drum, fidibum, fertig. So, da ist so ein Gummizug dabei und vom Gewicht her würde ich mal sagen, fast nichts. Ja, das ist der Inhalt. Und jetzt musst du den ja mit der App verbinden. Einmal iOS, einmal Google oder Android, wie auch immer. Dann hast du da so einen QR-Code, beziehungsweise den QR-Code findest du hier auch wieder in der Bedienungsanleitung. Ja, und wie das jetzt mit dem Smartphone funktioniert, da springen wir jetzt gleich mal rein. Und dann zeige ich euch das. Also die App ganz normal über den QR-Code runterladen und starten. Da gehst du dann auf Finder 2.
So, neuen Finder hinzufügen, gehst da auf Weiter. So, dann drückst du quasi diese blaue Taste. So, dann hat er sich jetzt verbunden. Dann kannst du dir ein Symbol aussuchen. Ich hatte das ja auch an unserem Hund dran. Dann nehme ich natürlich auch das Hundesymbol. So, dann kannst du auf Einstellungen gehen und den Namen ändern. Unser Hund heißt Scully. So, wieder okay. Jetzt hast du noch ein paar Möglichkeiten einzustellen. Schlafmodus zum Beispiel. Wenn der Schlafmodus aktiviert ist, werden deine Feinde auch in deinem Smartphone während des festgelegten Zeitpunkts nicht klingeln. Dann gibt es den Ruhemodus. Falls aktiviert, klingelt dein Smartphone bei einem Verbindungsabbruch auch dann, wenn es stumm geschaltet ist. Und es gibt den sicheren WLAN. Das heißt, solange du dich in einem bestimmten WLAN-Netz befindest, was du da einträgst, passiert da auch gar nichts. Das heißt, es klingelt nicht und rappelt nichts. So, dann kannst du nach unten scrollen. Da hast du noch die App Analytics. Die kannst du einschalten, musst du aber nicht. Ja. Und damit ist das eigentlich auch schon soweit okay. Dann gibt es noch Einstellungen, was es bei Verbindungsabbruch machen soll. Einmal mein iPhone anrufen, dann klickst du das da an, dass es grün ist. Und was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke, dann soll es mein iPhone klingeln lassen. Und ganz unten kannst du den komplett entfernen, deinen Finder. Das geht natürlich auch. So, dann hast du da jetzt soweit deine Daten stehen, also Scully, sehr gutes Signal, 100% Batteriezustand vom Finder. So, da unten zeigt er dir jetzt noch an auf der Karte deinen aktuellen Standort. So, und wenn du dann jetzt auf den Alarmknopf zum Beispiel drücken würdest, dann würde dieses Geräusch ertönen. Achtung, festhalten. Und dann kannst du das ausmachen, indem du auf Stopp drückst. So, das Gleiche kannst du dann auch machen, wenn du dein iPhone suchst. Das heißt, du drückst dann auf den Finder, auf den Knopf und dann passiert Folgendes. So, schnell wieder auf OK. Das heißt, unser Hund hat uns jetzt gerade angerufen, auch wenn er gar kein Handy hat. Nein. Ja, das war es dann soweit erstmal mit der App. Ja, ein kleines Highlight gibt es noch. Also die App empfinde ich schon als Highlight, ehrlich gesagt. Ich glaube, in den 80er oder 70er hatte ich schon mal so einen Schlüsselanhänger, der musstest du immer so, und dann hat der zurückgepfiffen oder auch nicht. Also meiner hat nie zurückgepfiffen. Also nee, hat nichts getaucht. So, da ist die App natürlich schon deutlich, deutlich, deutlich besser und fortschrittlicher. Aber eins, ein weiteres Highlight, so muss ich sagen, kann der Finder auch noch. Das heißt, über diesen Knopf kannst du einen Fernauslöser schalten über dein Smartphone. Zeige ich mal eben. Das geht aus dieser App raus. So, dann hast du oben rechts hast du da so ein Fotoapparat-Symbol. Da gehst du drauf und dann suchst du dir ein entsprechendes Motiv raus und drückst dann den Knopf da. Machst du auf Erledigt. Und dann kannst du quasi in dein Foto gehen und dann hast du das Foto. Also das funktioniert auch sehr gut. Ja, das war es dann eigentlich auch erstmal so mit der App. Ich denke, die ist selbsterklärend, recht simpel einzurichten. Gar kein Problem. Am Ende des Videos nochmal ein Fazit. Nach 3 Wochen Test, wir haben es auch in Holland getestet. Also im Ausland geht es auch, war ja auch klar. Da blende ich jetzt gleich nochmal ein paar Bilder ein, wie wir es live getestet haben. Christina hat den Anhänger mal versteckt und ich habe ihn dann mit Hilfe der App gesucht. Ja, da bin ich von dem Finder weggelaufen.
so lange, bis mein Signal abbricht. Damals hieß er noch Orange. Dann ertönt ja auch ein Geräusch. Dann habe ich ihn angefangen zu suchen über diese Karte. So, und wenn ich dann in der Nähe bin, ich lasse ihn dann mal klingeln. Fazit. Was ist gut an der App und was ist schlecht an der App? Das Gute überwiegt definitiv. Also, ganz großer Vorteil, accountlose Anmeldung. Kein E-Mail, keinen Namen, keine Adresse, keine Cloud. Du brauchst da gar nichts benutzen, nur die App. Die ist kostenlos. Ich habe mir das hier mal aufgeschrieben. Sonst vergesse ich das alles. Der, wie gerade gesehen, ist Selbstauslöser für Selfies und Tritratrulala. Auch sehr gut. Also ich habe immer mal Problemchen mit einem größeren Handy, dann halten und Knopf drücken. Dass die Kapazität und die Reichweite angezeigt wird in der App, also die Kapazität von der Batterie, wie voll die noch ist. Da kann man dann rechtzeitig eine neue reinbauen. Dass es über der Finder über eine Map geht mit Navigation, auch sehr gut. Du kannst das Teilchen auch im Dunkeln finden. Dann leuchtet ja diese Lampe hier in Blau, wenn du da auf den Alarmknopf drückst, wenn du wieder irgendwo in deinem Empfangsbereich bist und immer noch nicht genau weißt oder noch nicht siehst, wo dein Schlüssel oder was auch immer liegt, dann kannst du da drauf drücken, dann leuchtet die auch blau und klingelt. Hast ja gehört. Beispiele, wofür man es benutzen kann, mannigfaltig. Absolut. Du kannst es für deinen Hund nehmen, du kannst es natürlich für den Schlüssel nehmen. Da ist er, glaube ich, auch mal ursprünglich für gedacht gewesen. Du kannst es an deine Kabeltrommel machen. Du kannst es überall dran machen, wo auch dieser 3M-Kleber klebt. Alles ist möglich. Bis auf, und jetzt kommen wir dann zu dem Negativen. Der Finder ist nicht wasserdicht. Er ist spritzwassergeschützt, das heißt Nebel, leichter Regen, das funktioniert alles. Das ist auch okay, aber eben in den strömenden Regen oder permanent für draußen ist er nicht geeignet. Ab wann er kaputt geht, aber das werdet ihr dann schon selber rausfinden, wenn ihr das Ding draußen liegen lasst. Ja, wie gesagt, wir haben es auf Herz und Nieren geprüft, glaube ich, kann man schon so sagen, und wir finden ihn gut und ich benutze ihn weiter. Der uns schon länger verfolgt, weiß ja, dass ich im Januar, ich kann den Film ja mal verlinken, im Januar waren wir in Spanien und ich habe mein CE-Kabel zu Hause liegen lassen. Und ich sagte ganz klar, mit dem Finder wäre es nicht passiert. Noch ein kleinerer negativer Punkt wäre auch, die App funktioniert, oder der Finder funktioniert nur, wenn die App auf ist. Auch im Hintergrund immer auflassen, sonst funzt das Teil nicht. Und natürlich, wenn die Bluetooth-Verbindung, wenn du die ausmachst am Handy, funktioniert es auch nicht. Was allerdings dann wieder sehr gut funktioniert, ist, sobald du die App anmachst, du brauchst sie nicht neu connecten, die funktioniert sofort wieder. Also der Finder ist sofort wieder aktiv. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt. Jetzt kommt der Bonus für alle, die durchgehalten haben. Herzlichen Dank erstmal dafür. Aber ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema gewesen. Die Firma Moosegear gibt allen Followern und allen Zuschauern, die das Video jetzt hier gesehen haben, einen 10% Rabatt für 4 Wochen, gültig ab heute. Also ich schreibe das da unten rein und den Bestellcode oder den Rabattcode schreibe ich auch unten rein. Die E-Mail-Adresse schreibe ich unten rein. Da könnt ihr euch das nochmal alles, die E-Mail,
Die Internetadresse schreibe ich nochmal rein, dann könnt ihr euch das alles da nochmal auf der Homepage von Musgier anschauen. Ja, vielen Dank auch an die Firma Musgier, dass sie uns die Finder kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Ich fand das Thema spannend und ich teste ja sehr gerne. Auch ein herzliches Dank an die liebe Dame, ich möchte mal keinen Namen nennen, die so geduldig meine Fragen und E-Mails und Telefonate beantwortet hat. Ich würde sagen, das war's mal wieder für dieses Video. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.